aus Australien, Gabby, aus den USA, Sam. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen hier bei uns im Aquastadion bei strahlendem Sonnenschein, glasklarem Wasser, mehr oder weniger. So, mein Name ist Dirk Morelli, ich bin euer Moderator, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Wer war denn letztes Jahr hier bei uns im Stadion? Mal kurz Handzeichen, okay? Diejenigen, die letztes Jahr da waren, die können sich vielleicht noch an Familie Hempel erinnern, die hier bei uns ins Strandhaus eingezogen sind und den kompletten Showbetrieb durcheinander gebracht haben. Wir sind heilfroh, euch verkünden zu dürfen, dass sie heute Morgen mit Zack und Pack aus dem Stadion ausgezogen sind. Wir haben alles mitgenommen. Aus Europa. Mike? Ja, Boss? Wieso sitzt Opa Jesse hier noch auf der Veranda? Weil er nicht mehr stehen kann. Ach Quatsch, wieso ist er noch da? Er hat nicht mehr auf das Boot gepasst. Die hatten zu viele Souvenirs. Die hatten zu viele Souvenirs. Dafür lassen die Opa da einen Nagel nehmen, Holly auf den Schenkel und denken, damit ist getan. Kannst doch nicht mit Opa machen, Mann. Was denn jetzt? Mike, wer ist das denn jetzt? Was will die denn? Nee, oder? Telegramm! Ich habe ein Telegramm für Sie! Also, komm, lass raus! Hiermit setzen wir Sie darüber in Kenntnis, dass in Kürze die Tänzers eintreffen werden. Tänzers, das ist so ein Knick in der Grammatik, das ist ein Genitiv, du brauchst ein Nominativ. Tänzer mit einem R hinten. Das steht hier so. Das ist mir wurscht. Diese Drillinge, die auch als die Sugar Babies bekannt sind, werden den ganzen Sommer im Holiday Park Strandhaus verbringen. Vergiss es, das werden die definitiv nicht. Mike, du rufst sofort meinen Parkmanager an. Ich mach das nicht nur eine Saison mit, dass da jemand drin wohnt. Vergiss es, Mike. Ich hab den Parkmanager angerufen. Und? Er hat gesagt, es stimmt. Die Sugar Babies kommen. Sag ich doch. Deswegen brauchen Sie ja nicht gleich pampig zu werden, Mann. Ich bin nur die Telegrammbotin. Aber ich bin auch eine ganz gute Pantomimin. Wollen Sie mal was sehen? Nee. Okay. Was mache ich gerade? Ist mir eigentlich wurscht. Ich mache mich aus dem Staub. Wow. Die ist gut. Mike, die ist nicht gut, die ist komplett bescheuert. Du kümmerst dich jetzt um, dass da keiner einzieht, das ist gut. Naja, eine Tanzgruppe wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was heißt hier Tanzgruppe? Eingehüllt am Strand, du dazwischen, vergiss es. Du machst jetzt deinen Job, wie es im Vertrag steht. Wir haben eine Show gemacht, die Musik an. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, das Holiday Park Sun Team und der Generator. Hopp. So, Mikey, komm, gib Gummi. Hopp. So, ihr dürft klatschen, pfeifen, trampeln, applaudieren, euch die Kleider vom Leib reißen, auf die Bühne werfen, ihr dürft fast alles. Macht mit, wenn ihr mehr hier mitmacht, desto mehr werdet ihr zu sehen bekommen von den Jungs und den Mädels, hier auf der Bühne und auf der Masse. Ladies and gentlemen, es ist Showtime! Wo sind die Hände? Dafür habt ihr die heute Morgen eingepackt. Dann wird man hier ein bisschen Bums in die Bude.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, das Holiday Park Stunt Team und der Chatterbaiter. Und das ist euer Applaus. Bitte schön. So, habt ihr fein gemacht. Opa hat es gesehen. Du guckst ja fast in die falsche Richtung. Hör mal auf zu pennen. Mach doch mal auf, du verpennst doch alles. Hier, ich bring dich mal darüber. Guck mal, da ist Luft, da ist Wind. Da kannst du durch die Buchse atmen, das geht kein Mensch mit. So, hast gehört, die Sugar Babies kommen. Das sind Tänzerinnen, das ist doch was für dich. Die kannst du einölen, kannst Cocktails trinken, hier am Strand mit denen, ne? So, jetzt stell ich dich da hin, dann kannst du die Reihe 1 bis 3 anschauen, dann hole ich dich wieder ab, okay? So. Was ist los? Aber bist du als Kind mal gegen die Schleuse geschwommen oder was ist los mit dir? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Krankenschwester Olga Vergiften. Ich bin hier, um mich um die Sugar Babies zu kümmern. Ah, jetzt habe ich kapiert, um die Tänzerin, die Sugar Babies, Massage, Muskelaufbau. In der Art. Natürlich, brauchen Sie. Hallo, junger Mann. Erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was von Ihrer Lebensversicherung. Was? Ist sie sehr hoch? So, pass mal gut auf, Olga von der Wolga. Nimm die Griffel vom Opa, der braucht eine richtige Krankenschwester, nicht sowas wie dich, du Lappen. Hau ab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aha, dahinter kommen die Sugar Babies. Hier, ich pass auf dich auf, ganz gut. Hast du gehört, die Mädels? Oh, die Mädels kommen, willst du mal gucken? Mike, was ist das denn jetzt? Hast du noch keine Tänzerin? Kannst wegschauen, rentiert sie nicht. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr wollt hier? Hey! Jetzt kommt die Fußhupe wieder. Das ja die Griffel vom Opa. Hallo. Hey. Hallo, Alemann. Moment. Das ist ja wohl ein Missverständnis, Mike. Das sind die Sugar Babies, die Tänzerinnen. Die kommen gleich her zum Seniorenschwimmen, aber das sind keine Tänzerinnen. Die haben zu mir gesagt, 3 Tänzerinnen eingeölt am Strand mit Cocktails für Opa und so. Und wenn aber jetzt... Freddy Krüger. Hallo, ich bin Hans Tänzer. Nein. Und das ist mein Bruder Gerd Tänzer. Was? Und hier kommt mein Bruder Steve. Wer kommt? Wie? Ihr seid zu dritt und ihr heißt Tänzer. Ich brauch Urlaub. Ich brauch jetzt Urlaub. Sei schnell, meine Lieben. Böhl-Ingelheim, das ist gut, ja. Hallo zusammen, lasst die Party beginnen. Wir sind schließlich auf Holiday. Wir sind die Tänzers und wir bleiben einen ganzen Sommer hier. Tagsüber gibt's Wasserski und abends Gerd und Bier. Ich bin Steve. Ich bin Hans. Das ist Gerd. Was? Er ist taub. Ich bin die Krankenschwester und ich versuche, ihr ganzes Geld zu klauen. Sie scheint nett zu sein. Bin ich aber nicht.
Wir sind die Tänzers, wir machen Holiday. Wir wohnen im Standhaus ganz umsonst, das schont das Portemonnaie. Ich bin Steve. Ich bin Hans. Das ist Gerd. Was? Das ist Großvater Jesse. Den glaube ich, sein Geld auch. Großes Finale, Jungs. Ich bin Steve. Ich bin Hans. Und das ist Gerd. Was? Okay, Jungs, das ist genug Spaß für heute. Jetzt unterschreibt mir noch schnell diese Dokumente, bevor ihr ins Gras beißt. Was? Ich brauche das Geld deiner Lebensversicherung, Süßer. Manchmal denke ich, es ist wirklich Ihr Ernst. Das ist Ihr Ernst. Merkst du das nicht? Hopp, Jungs. Es ist Zeit für eure Nickerchen. Oh, ich liebe Nickerchen. Komm weg, Opa. Ich sitze für dich. So, Flöten-Uschi, pass mal gut auf. Ich bin zwar auch überfordert, dass das hier die Sugar-Babys sind, die Tänzerin, aber trotzdem, die werden nicht auf ihren Plan reinfallen, die werden die Dokumente nicht unterschreiben, dafür werde ich sorgen, so. Oh doch, ja. Das werden sie. Ich muss nur jemanden finden, der mir ein bisschen hilft, denn das ist alles. Ach, und wer soll das sein? Ja, wer kommt denn da? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, packt die Hände aus, begrüßt mit mir unser Maskottchen hier vom Holiday Park. Hier kommt es. Holly! So, jetzt wollen wir sehen, ihr seid ja nicht zum Spaß hier. Und alle, die nicht mitmachen, die merken es mir für unseren Clubtanzer hier. Schön mit Bastelchen ab. Komm, und uns alle mit dazu. Läuft doch. Komm, hier ist er, Holly. Hallo! Hallo zusammen! Holly, schön, dass du zu uns gekommen bist. Herzlich willkommen. Ich habe gehört, wir haben neuen Besuch im Strandhaus. Ach, die Tänzers, die wollen da reinziehen. Wir waren froh, dass die Hempels fort waren. Jetzt wollen die da rein. In der Bude ist nie Ruhe. Nie. Wirklich? Ja. Und wie sind die so? Aber wie sind die so? Das sind Drillinge, das sind drei Opas. Die haben zusammen den Urknall schon erlebt. Hier, von wegen Einölen, Bikini, das Ganze komplett knicken. Ich bin schon 13 und ich heiße Holly. Hallo, Holly. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Schwester Vergiften. Ich brauche die Hilfe eines richtigen Mannes. Ich kann Ihnen helfen? Wirklich? Unsere neuen Besucher müssen diese Dokumente unterschreiben, damit ich Ihnen Ihre Medizin geben kann. Aber die sind so bockig. Keine Sorge, das kriege ich schon hin. Das würdest du wirklich für mich tun? Na klar, kein Problem. Für sie mache ich alles. Pass mal auf mit der Mopsäule. Das ist eine Betrügerin, hundertprozentig. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiß, was ich tue. Ach ja. Ich bin schließlich ein Mann. Natürlich, verdammte Pubertät. Hier, dein Krempel hast du auch wieder liegen lassen, wie immer. Heute Abend gehst du nie fort. Du bleibst zu Hause, Fernseher bleibt aus, mein Handy nehme ich dir auch ab. So. Was? Sehen Sie mal. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier kommt es wieder, das Holiday Park Stunt Team. Und das ist auch der Moment, wo ihr langsam die Hände mal wieder rausholen könnt. Los geht's! Hoppa. We'll be right back.
Jetpack, das nennt man einen Skyski. Oder wie wir es immer wieder liebevoll nennen, den fahrenden Lokus. Dieser rote Biber Butzemann nicht hinten wie vorne ist, so. Hallo zusammen! Oh, der macht mich fertig. Ich bin auf Holiday! Hey Opa, du kommst jetzt hier runter, geh vorsichtig die Leiter hier neben. Was? Mach's Hörgerät an, geh bitte da runter. Okay. Na siehst du, hier, Opa. Hey. Opa, Mann, hast du die Buchse noch an, ist alles okay? Ich habe meine Zähne verloren. Was siehst du? Das gefällt mir nicht, wie du sie behandelst. Sie ist total nett, aber du siehst das nicht. Olli, du hast die Krankenusche eben erst kennengelernt. Woher willst du denn wissen, dass die nett ist? Ich bin noch nicht dumm. Das habe ich doch gar nicht gesagt, Olli. Ich habe nett erfunden. Ich bin die netteste Person, die du je getroffen hast. Natürlich. Hey Kleiner, kannst du mir helfen, meine Zähne wieder zu finden? Finde sie doch selbst. Guck mal, wie er nett ist, hast du gesehen? Außerdem bin ich nicht mehr klein. Ich bin nämlich ein Mann. Oh, der ist schlimmer wie seine Mutter, herrlich. Hier, komm mit. Wir gehen jetzt deine Zähne suchen. Notfalls tauschst du mit deinem Bruder, fertig aus. Ich bin Maxwell Hammer aus Chicago. Ich bin hier, um mich um die Tänzers zu kümmern. Da bist du ja. Höchste Zeit, dass du auftauchst. Hast du es erledigt? Fast. Ein kleiner Junge hilft mir dabei. Ein Junge? Entspann dich. Der Junge kümmert sich um die Tänzers. Wir kassieren ihre Lebensversicherung und verwischen alle Spuren. Hast du das Dynamit mitgebracht? Genug, um den ganzen See in die Luft zu jagen. Perfekt. Ich will morgen Abend wieder in Chicago sein. Und was ist mit dem da? Lass ihn schlafen. Um den kümmern wir uns später. Hey, Opa Jesse, du alte Krampfader. Na, alles okay? Wo guckst du denn hin? Passiert doch gar nichts. Hier, da. Du musst doch mal selber ein bisschen bewegen, sonst riecht es bald nach Dorf. So. Guck, hier. Hier. Passiert halt auch nichts. So. Was machen wir denn jetzt? Willst du ein Lied hören? Was willst du hören? Hm? Chicago. Chicago willst du hören? Das ist was Flottes. Da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen, du. Aber guck mal, wir haben gutes Publikum hier, hä? Mike, schmeiß den Riemen auf die Orgel hier, komm, für den Opa. Come on, Jesse, don't you wanna roll? Oh, come on, Jesse, don't you wanna roll? Back to the same old place, sweet home. Chicago. Come on, Jesse, don't you wanna roll? Ah, oh, come on, Jesse, don't you wanna roll?
the same old place. Sweet home, Chicago. The 1-1 is 2, and 62 is 8. Come on, Chessie, don't you make me late. Hide hey, oh, Chessie, don't you wanna roll? I probably baby, see what I've seen. Hide hey, or Chessie, don't you wanna roll back to the same old place, sweet home Chicago? So, Boss Neuer, jetzt sind alle wach. Das wollen wir haben, denn für das, was jetzt kommt, brauchen wir ein waches Publikum. So. Schauen wir uns erstmal um. Guck mal, hier sitzen alle richtig rum, ist ja auch nicht selbstverständlich. Was haben wir denn hier noch so? Ihr habt die besten Plätze hier. Oh, der ist noch am Knutschen. Ich merke schon, du brauchst eine Abkühlung. Das macht man doch bei Hunden so, oder? So, gut. Hast du ein Fotoapparat dabei? Handy, super. Dann machen wir jetzt Vorher-Nachher-Aufnahmen. Ja, lach du nur. Gib mal dem Onkel das Handy. Ja, schön. Knutti, knutti. Wie lange seid ihr schon zusammen? 2 Wochen, Mensch. Holla, die Waldfee. Guck mal hier, läuft. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Dir und deiner zukünftigen Ex. So, was haben wir denn noch so hier? Schauen wir uns hier mal um. Passt auch alles. Fanny, mach die Hände auseinander, sonst klatschen, klatschen nicht. Steh mal auf, nee, die Hand geben. Erstmal Hallo sagen, Publikum. So, jetzt machst du einmal Strafklatschen. Gut, sehr schön. Du denkst da dran, mach her schön, mach die Jacke mal ein bisschen um, aber siehst du ein bisschen lockerer aus. So. Was haben wir noch so hier? Das passt eigentlich alles. So. Ach, guck mal hier. Das sieht aus wie der bei Schneewittchen, der Kleine. Steh auf, stand up. Also, der ist vom Team, der kriegt einen extra Applaus. So, nee, sie ist nicht vom Team, aber sie geht. So, jetzt mal einen kleinen Applaus setzen. Ich zähle mal bis 3, dann gebt ihr alles. Marcel oben in seinem Hamsterkäfig, da hat ein Knöpfchen, wenn er der Meinung ist, es ist laut genug. Dann drückt er das, dann wissen automatisch die Jungs dahinter, oh, es geht weiter. Also, enttäuscht uns nicht, wir kriegen das hin. Bei 3, Achtung. 1, 2, 3, bin ich schön. Hoppa! Läuft, schmeißt ihr immer auf die Orgel. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier kommt es, das Holiday Park Stunt-Team. Sonny, nachlassen. Oh, guck mal, sie sind wieder am Knutschen. Oh. So, ab geht's in die Luzi. Jetzt kommen die Fragen an euch alle. Sollen die Jungs da draußen es nochmal steigern? Ah, komm. Hier, mit Schmackes, was sie nicht hören, das machen die nicht. Also, ich glaube an euch. Sollen wir es nochmal steigern? So wollen wir das haben. Aufgepasst, zu dritt über die Rampe. Strengt euch an, sonst müsst ihr morgen wieder Flaschen sammeln. So, raus und hinten, die brauchen euch. Ich würde es vormachen, habe aber keine Zeit. Hopp. Zwei, eins. Jawohl, ich hätte es nicht besser gemacht.
nicht nachlassen, bis die Jungs wieder da sind. Und er ist schon wieder am Knutschen hier. Das war eine Passanti. Guck mal hier, eine Frisur schöner als die andere. Die sind alle drei beim gleichen Friseur in Hasloch und er zeigt Jahren zu. Fräulein Vergiftet, ich hab's geschafft. Die Tänzer haben die Dokumente für Sie unterschrieben. Hast du? Holly, ich liebe dich. Ich liebe Sie auch. Du bist wirklich ein richtiger Mann. Du musst mir nur noch einen kleinen Gefallen tun. Für Sie tue ich alles. Einen Moment. Würdest du den Tänzers diese Blumen bringen? Die sind wunderschön. Das sieht aus wie eine Stange Dynamit. Das ist eine Kerze. Männer lieben Kerzen. Riecht wie Dynamit. Männer lieben Dynamit. Mmh, wow, sie sind so nett. Jetzt geh schon. Ehrlich, sie sind total nett. Jetzt geh endlich. Lass mich in Ruhe. Ich muss jemanden anrufen. Die ist so nett. Ups. Ich hätte fast Großvater Jesse vergessen. Wir haben es geschafft. Die Dokumente sind unterschrieben. Und was ist mit der Tänzers? Ich hab doch gesagt, Nick macht sich der Junge. Mit den explodierenden Blumen? Ganz genau. Brillant. Und er bildet sich wirklich ein, dass ich ihn liebe. Dieser kleine, dumme Grünschnabe. Wie konnte ich so blind sein? Die ist ja gar nicht nett. Oh nein, was habe ich nur getan? Großvater Jesse, wir müssen die anderen unbedingt warnen. Ukrainische Wanderwarze, komm mal her. Ne, komm, schmeiß die Hacken hinterher. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich hab Wäsche in der Maschine. Ich muss raus. Hier, jetzt geht's mit deinen Stempeln mal hier rein. Mach oben zu, damit Lollek und Bollek nicht krank werden. Bin aber da, den Timmy, und da kriegt auch mal einen Applaus, bitte schön. So, Mutti, festhalten, ja? Opa, Mann, ne? Alles so gut? Kriegst eine schöne Reise, kurz aber intensiv, diese Richtung. Oh, das hast du davon. Du Luder, du. Lass dich Löffel von den Opas. Sonst gibt mir jetzt 100, da kommt gleich Mike. Unser Techniker. So. Opa, das machst du gut. Hier neben muss das hin. Jawohl. Komm schon, komm zurück. Komm zurück. Was? Ich hasse Dynamit.
Damen und Herren, liebe Kinder, es ist soweit. Opa braucht eure Unterstützung. Raus mit den Händen. Hopp. Opa, mach langsam. Hier, ich hole noch eine Pulle Sekt, dann können wir feiern, ja? Ja. Gut gemacht, Opa. Immer mit der Ruhe. Du hältst dich wohl für so clever. Ich habe euch alle ausgetrickst. Ich werde jetzt das ganze Stadion in die Luft jagen. Werden Sie nicht. Das sind alles meine Freunde. Und ich werde nicht zulassen, dass sie irgendjemanden auch nur ein Haar krümmen. Ja. Und wie willst du das verhindern, du kleiner, dummer Junge? Ich werde mich bewegen. Was? Warum willst du dich bewegen? Weil ich nicht erschossen werden will. Verflucht. Zicke. Wow, nicht zu fassen. Wo war der Beste deine Frau erschossen? Keine Angst, ich schläft nur eine Runde. Vielleicht schläft sie jetzt auch länger. Holla, die Walze, ihr habt den Tag gerettet. Opa, du kannst ja wieder laufen mit deinen kleinen Stempeln. Hier, da ist die Polizei. Nimm dein Kanarienvogel und einen Arm. Porsche. So, und dann gehen wir gleich feiern, ne? So. Holly, das hast du gut gemacht, ehrlich. Nicht schlecht für einen kleinen Jungen, ha? Ah, man muss dich auch mal loben, das war gut, ehrlich. Und es tut mir leid. Was tut dir denn leid? Ich habe mich in ihr geirrt. Du hast versucht, mich zu warnen. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Sie war nicht nett. Und ich auch nicht. Olli, weißt du was? Du bist erwachsen geworden. Komm, na los, sind wir wieder Freunde. Kriegst dein Ende wieder, ist alles wieder okay. Na komm. Und hier kommen die Akteure von unserer Show Crazy Holiday Teil 2. So, jetzt können wir die Nachheraufnahmen machen. Jetzt hast du Scheiß auf der anderen Seite. Machen wir nach hier. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist es das Holiday Park Stunt Team. Und ich nehme mal einen extra Applaus, das Wasser ist wirklich schon saukalt. Meine Damen und Herren, unser Ehrengast, Holly, James, Sam, Anaconda, Terrence und Ellie. Im Boot der Teammanager ist zuständig für die Jungs und Mädels hier, Timmy. An der Technik, der Herr mit den 1000 Knöpfen, Marcel. Und mein Name ist Dirk Morelli, Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlichen Dank fürs Dasein. Weiterhin noch einen wunderschönen Tag bei lauschigen Temperaturen und Sonnenschein. Schöne Halloween heute Abend. Hier bei uns im Holiday Park. Ciao. Im Übrigen, wer Interesse hat an dem, was wir sonst zu tun, die Möglichkeit besteht an Facebook oben rechts und links bei der tonkanzeligen Körbe. Da könnt ihr euch gerne ein Kärtchen rausholen. Das ist die Seite bei Facebook. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, Anregung, Freundschaftsanfrage, Heiratsanfrage. Wir werden alles beantworten oder liked sie einfach die Seite. Das freut uns fast noch am meisten. So, euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Hier bei uns im Holiday Park. Ciao, ciao.